Ach, und deine Eltern wohnen auch noch hier. Nee, ich bin gestorben, als ich lange. Es tut mir leid. Das war auf jeden Fall noch eine Probe gemacht. Also, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ja, das ist meine Rolle. Zum zweiten Mal dachte ich, nee, ich glaube, das kann ich nicht. Zum zweiten Mal dachte ich, hi, das ist meine Rolle. Oh. Danke. Ich mache morgen eine kleine Einweihungsfeier. Das könnte ein bisschen lauter werden. Das macht nichts. Tschüss. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du ja Bescheid sagen. Ich fahre jetzt und bringe das Termin. Soll ich dir irgendwie helfen? Ich könnte dich hinbringen. Erstmal, danke. Ich muss los. Ah, Eise. Wie bin ich an die Rolle gekommen, war die erste Frage. Ich habe auf einer Geburtstagsparty, wo ich sehr betrunken war, seine Freundin angebaggert. Und daraufhin hat er sich an mich erinnert und hat mich angerufen, weil ich wohl auf die Rolle gepasst habe. Und hat mir das Drehbuch geschickt und... was ich sehr anständig von ihm fand, dass er mir trotzdem das E-Book kriegt. Auf jeden Fall habe ich dann gelesen und fand es gut, weil es einfach ein schön geschriebenes Buch ist, was funktioniert, was durchgängig ist, was mit einer schönen Rolle, die eine Herausforderung ist, weil sie im Buch eigentlich zu weich ist, also wenn man es so 1:1 liest. Und das fand ich spannend, dann eben aus dieser sehr weichen Figur und aus diesem sehr harmonischen Buch dann irgendwie was zu machen, was vielleicht, was eben dann noch drunter liegt, zu finden. Kommt der Lärm aus deinem Zimmer? Weil der Heiner ist halt so ein zurückgenommener Typ, der seine Eltern verloren hat und seine Oma pflegen muss und so ein bisschen langsam ist, aber sehr sensibel ist. Und da war ich ganz happy, als ich Daniel Kraus gefunden habe, weil der ist ernsthaft, der ist sehr pedantisch und hat aber ein unglaubliches Innenleben. Das heißt, der macht wenig, aber man sieht die ganze Zeit, dass er was denkt. Und dass er mit Dingen ringt. Und das bringt er mit. Wie schläft er? Ich wollte dich nur fragen, ob du mir mal den Schlüssel für den Waschraum geben kannst, weil ich habe... Die Juliane, die ist sehr quirlig. Ich finde, man soll sich auch in die verlieben können. Aber sie ist halt ein bisschen drüber auch. Und sie ist sehr sprunghaft in ihren Gefühlen. Und der Heiner, der will eigentlich gar nicht erst, dass sie einzieht. Und dann verliebt er sich aber doch in sie und macht so seine ersten Erfahrungen und wird auch direkt enttäuscht von ihr. Und da wiederum bin ich auf Tina Seidel gestoßen und in dem Gespräch über die Rolle, als sie das Drehbuch gelesen hatte, hat sie mir erzählt, warum das auch was mit ihr zu tun hat. Und da war ich halt vollkommen überzeugt, weil die Tina eben auch diese Spritzigkeit mitbringt, sprühen können und lebendig sein können, das hat mich sehr begeistert. Komm mal rein. Das Gespräch mit dem rollenden Ding. 4,9 Meter war der Teak lang. Also das heißt, du hast Störgeräusche von dem rollenden Ding. Neue Rolle, ne? Aber die unterhalten neues Rollen. Okay. Tunis. 22:1, die dritte. Und bitte! Ich habe von einem Theremin überhaupt nichts gewusst. Ich habe es weder gesehen, noch gehört, noch gar gespielt. Ich habe einen Mann zu Hause seit 30 Jahren, der ist Komponist. Der geht mit allen möglichen europäischen und asiatischen Musikinstrumenten um, aber ein Theremin ist mir noch nicht untergekommen. Klein und spießig und so. Ich finde es ja, ich finde es nicht so.
mal, hast du sie angeschnallt? Hör mal. Also, was ist los? Übrigens, das ist ein sehr nettes Mädchen. Nee, wer nicht rauscht, kriegt Arschkrebs. Na, nimm mir an nur die Zigarette Stelle, weg, ja? Genau. Nimm mir die Zigarette. Hast du sie angeschnallt? Wer nicht raucht, merkt der Mann. Wer nicht raucht, kriegt Arschkrebs. Und das ist ja ein sehr nettes Mädchen. An der, nimm dir mal ein Beispiel an dem. Hat das nette Mädchen gerade gesagt? Hat das nette Mädchen gesagt? Ja? Ach so. Wer nicht raucht, kriegt Arschkrebs. Hat sie gerade gesagt. Hat sie gerade gesagt. Du bist ein ganz nettes Mädchen. Genau. Ja. Also, nimm sie nochmal weg. Ich